Wann hast du dich das letzte Mal so richtig aufgeregt über einen anderen Fotografen oder Filmemacher, den du gesehen hast? Wenn du selber kreativ bist und mit deiner Kamera arbeitest, mit deiner Leidenschaft Geld verdienst, dann kennst du das vielleicht auch. Du siehst hin und wieder mal einen anderen Kollegen aus der Branche, entweder einen Fotografen oder einen Filmemacher, siehst seine Arbeit, seinen vermeintlichen Erfolg und fängst an, dich so richtig darüber aufzuregen. Darüber aufzuregen, dass dieser Fotograf oder Filmemacher vielleicht viel schlechtere Qualität abliefert als du, so was in deinen Augen halb professionelles gibt und trotzdem am laufenden Band Kunden hat. Wie kann das sein? Also für gewöhnlich ist es ja so, dass man super viel über Empfehlungen bekommt. Das heißt, du hast sehr zufriedene Kunden, die deine Arbeit lieben, die dich genau deswegen buchen und auch regelmäßig hier und da mal eine neue Empfehlung reinkommt. Oder du hast vielleicht auch Bestandskunden, die du über einen längeren Zeitraum betreust und die sind total zufrieden. Also das, was sie an dir und deiner Arbeit am meisten schätzen, ist die Qualität. Das heißt, das, was du wirklich ablieferst. Entweder die Art und Weise, wie du beim Shooting mit ihnen umgehst, um wirklich super tolle Aufnahmen zu erstellen, oder ja auch die ganze Postproduktion, die Arbeit, die dahinter steckt, dein technisches Wissen und Können, ja die Nachbearbeitung des Ganzen und so weiter. Und dann siehst du wiederum andere, die ja sich gefühlt gestern erst eine Kamera gekauft haben, jetzt durch die Gegend laufen und irgendwie den Markt kaputt machen mit niedrigen Preisen. Sie haben es ja nicht nötig, sie machen es vielleicht nur nebenberuflich. Und andere Leute müssen aber von diesem Beruf überleben. Und zwar nicht nur überleben, um irgendwie die Rechnung zu bezahlen, sondern im besten Fall auch gut davon leben, weil Fotograf oder Filmemacher ein ganz normaler Beruf ist, so wie jeder andere auch. Und gerade Kreative, die so viel Herzblut in ihren Job stecken, haben es doch wirklich verdient, fair bezahlt zu werden und die Preise abrufen zu können, die ihre Arbeit auch wirklich wert ist. Nur genau das gestaltet sich meistens ziemlich schwer durch, ja, gewisse Personen, die sich im Markt tummeln, die das Ganze eben nicht so ernst nehmen, die vielleicht nicht die beste Qualität abliefern, sich aber trotzdem für diese Arbeit bezahlen lassen und ständig wie am Fließband gefühlt irgendwelche Kunden betreuen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, klar, kann man sich darüber aufregen. Es gibt viele, die das tun. Ich habe erst letztens mit einem Videografen gesprochen, der zu mir gesagt hat, das sind diese sogenannten Media-Kevins, die durch die Gegend laufen und bei irgendeiner Firma durch die Gegend gimbeln und das Ganze dann für 1000 Euro verkaufen. Und ich, der richtig Ahnung vom Fach hat, der das Ganze wirklich gelernt hat als Beruf, der weiß, wie so ein Imagefilm als Beispiel auszusehen hat, wie der aufgebaut sein muss, wie man ein Drehbuch schreibt und so weiter. Der hat jetzt Probleme, Kunden zu akquirieren, weil mir alle anderen sagen, nee, danke, wir haben uns schon für einen Media Kevin entschieden, der macht das Ganze für 1000 Euro. Dass dieser Imagefilm dann am Ende vielleicht nicht die Effekte hat, die einer haben könnte, in denen man mehr Geld investiert, ist uns natürlich beiden klar. Aber was ich dir ursprünglich mit diesem Gedanken einfach mitgeben möchte, ist, hör auf, dich darüber aufzuregen, es bringt dir nichts, weil wenn du jetzt anfängst, dich nur darauf zu fokussieren und nach Beweisen dafür zu suchen, dass andere irgendwie mehr Kunden haben als du bei viel schlechterer Qualität, dann bist du gar nicht bereit, nach Lösungen zu suchen. Weil der Punkt ist ja eigentlich, du solltest dich gar nicht darüber aufregen, dass es irgendwen anders am Markt gibt, ob man ihn jetzt Media Kevin oder wie auch immer nennt, oder ja, der den Markt vermeintlich kaputt macht oder der einfach nur existiert und dich nervt. Das wird dir nicht helfen, weil du kannst nicht vermeiden, dass es diese Menschen am Markt gibt. Du kannst nicht vermeiden, dass jemand, der leidenschaftlich gerne fotografiert oder Videos dreht, das Ganze auch für einen ganz kleinen Betrag für andere anbietet. Klar ist das eine extreme Erschwerung für den Markt, weil man es so halt ein bisschen schwerer hat, den echten Mehrwert dieser Arbeit zu kommunizieren. Es heißt aber nicht, dass das Ganze unmöglich ist. Der Punkt ist nur, du brauchst feste Strukturen und bewährte Systeme, die du nutzen kannst, unabhängig von irgendwelchen Weiterempfehlungen, die dir helfen, auch neue Kunden von deiner Arbeit zu überzeugen. Und zwar ohne, dass man etliche Preisdiskussionen hat, dass man rechtfertigen muss, warum, wieso, weshalb man arbeitet, wie man arbeitet, sondern du musst einfach ab der ersten Sekunde das richtige Zielpublikum ansprechen, also
bleiben wir jetzt mal im Beispiel Imagefilme, Unternehmen, die einen echten Bedarf haben, die vielleicht ein erklärungsbedürftiges Produkt haben oder eine Dienstleistung, die unter Umständen nicht jeder kennt oder noch nicht viele kennen, und die möchten gerne neue Kunden gewinnen. Und dann kannst du ihnen natürlich mit einem gut durchdachten und gut konzipierten Imagefilm einen enormen Mehrwert bieten. Es geht also in erster Linie darum, das richtige Zielpublikum anzusprechen, weil du es so automatisch gar nicht so schwer hast, deinen echten Mehrwert zu kommunizieren. Das können also Unternehmer sein, die bereits wissen, dass sie irgendwie einen Bedarf haben. Also sie müssen quasi ihr Produkt am Markt besser etablieren, schneller davon überzeugen, schneller Vertrauen wecken und so weiter. Und du kannst ihnen mit der Art und Weise, wie du arbeitest, wie du vorgehst, wie du Filme konzipierst, wie du Drehbücher schreibst, das perfekte Ergebnis dafür liefern. Und genau diese Menschen gilt es anzusprechen. Also anstatt die Energie aufzuwenden, um sich über Mitstreiter am Markt aufzuregen oder ja vielleicht betrübt zu sein oder traurig zu sein, warum es vermeintlich bei allen anderen so viel besser läuft als bei einem selbst, solltest du vielleicht lieber überlegen, welche Systeme hast du bisher noch nie getestet, die am Markt aber bewährt sind und funktionieren, und wie kannst du sie jetzt auch bei dir im Geschäft einsetzen. Und genau das ist das, was wir tagtäglich mit Hunderten von Fotografen und Filmemachern machen. Seit Jahren sind wir auf diese Branche spezialisiert und wir wissen selber genau, wie schwer es ist, am Anfang, wenn man noch keinen Durchblick hat, so das richtige System für sich zu finden. Man testet hier und da einiges. Auch der Edmund hat damals am Anfang seiner Selbstständigkeit vieles getestet. Ich meine, man hört, druck dir Flyer, druck irgendwelche Visitenkarten aus, leg die irgendwo hin, versuch irgendwie Firmen anzurufen, dann wirst du am Telefon abgeschmettert, dann fragst du dich, ob das überhaupt legal ist, darfst du irgendwen einfach so anrufen? Wenn ja, wie genau macht man das denn? Wann sind die besten Uhrzeiten, um irgendwen zu erreichen? Was ist mit dem Thema E-Mails? Darf man irgendwie Newsletter rausschicken oder nicht? Und macht das Ganze überhaupt Sinn? Also, das ist ja so ein großes Thema, und deine Expertise besteht doch eigentlich darin, hinter der Kamera zu arbeiten und dort genau das abzuliefern, was du gut kannst. Deswegen musst du das Ganze nicht alleine machen, sondern du kannst dir dabei helfen lassen. Du kannst wirklich auf bewährte Systeme zurückgreifen, die am Markt bewiesenermaßen funktionieren. Du musst rechts und links nicht mehr viel testen. Wenn du Lust hast, gemeinsam mit uns mal über deine Situation zu schauen und zu schauen, wie du künftig, anstatt dich über Media-Kevins aufzuregen, schneller vorankommst, dein Geschäft in sichere und trockene Tücher packst, dafür sorgst, dass du einen kontinuierlichen Neukundenfluss hast, gut bezahlte Aufträge, wirklich so viele Anfragen, dass du selbst entscheiden kannst, welches Projekt reizt dich gerade am meisten, was möchtest du machen, was möchtest du eher nicht machen. Wenn du genau auf das Lust hast, dann trag dich bei uns über die Website ein, www.edmund-rezel.de. Dort findest du einen Kalender, dann können wir sehr gerne mal schauen, wie du aktuell aufgestellt bist und was du für die Zukunft tun kannst, was du für Möglichkeiten hast und was quasi bei dir die nächsten Schritte sind. Weil nicht bei jedem Fotografen und Filmemacher greifen dieselben Konzepte. Klar, jemand, der jetzt vielleicht einen Studiobetrieb hat mit Laufkundschaft, hat ganz andere Grundvoraussetzungen und Bedürfnisse als jemand, der jetzt neu in den Markt einsteigt. Und genau das schauen wir uns in dem ersten Gespräch mit dir gemeinsam an. Wenn du mehr über dieses Thema generell erfahren möchtest, dann haben wir in unserem Shop auch Bücher zu dem Thema und Kurse, wo du nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen kannst, um zu schauen, ist das Ganze wirklich was für dich. Und wenn du sehen möchtest, wie das Ganze in der angewandten Praxis aussieht, dann verlinke ich dir hier jetzt mal ein Video von unserem Kunden Christian, der auch jahrelang am Markt tätig war, aber wie so jeder Kreative nicht so wirklich eine Struktur hatte und dadurch eben auf viele Hindernisse und Hürden gestoßen ist. Und heute sieht das Ganze ganz anders aus. Viel Spaß beim Anschauen. So Stilikone, yeah, Edmund Rezelte. Der Weg zum Ruhm und viel mehr in die Zukunft, bereit für ein Kennenlerngespräch. Oh yeah, Volk ist mein Name, shoot wie ein Profi, Bilder zum Leben erwecken, Filmemacher, Motivation, Klick auf Edmund Rezelte.